Hallo liebe Leute, willkommen beim Challenge-Projekt. Twitch Vodka ist leider nicht da. Ich versuche ihn zu bringen, darum kommt das Video auch ein bisschen später. Ich versuche jetzt 2 oder 4 Aufnahmen alleine zu machen. Er verdient zwar nebenbei auch noch Geld, aber dafür kann er nichts machen. So, wir müssen gucken, was wir noch machen können. Machen würden. Sorry. Vor allem seht ihr wir wieder Gutes. Das sind so Sachen, wo ich nicht machen kann. Das ist wieder so. Vor allem dauert aber übelst lang. Und davon, nee, düngen wir noch gehen, aber Ballenpressen. Ja eben, siehst, wird viel zu lang gehen. Auch eigentlich hätte ich alles selbst. Also das Mähen hätte ich irgendwann. Wasch. Mit so Zeug habe ich glaube ich hier hinten vor der Presse. Ja, Presse und dann hinten ist die. So. Dann würde ich mal sagen, wir können die Maschine da nicht rüber tun. Dann der Fendt hier an was steht. Weil der muss dann sich langsam auch rufen, dass wir die bleiben. Und dann, was eben auch noch kommt, sind vielleicht noch mal 2 Schlepper. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Dann kommt noch ein Häcksler, wenn die Zeit reif ist. Weil wir müssen immer gucken, was haben wir gebraucht. Wie gesagt, der wäre schon nehmen, aber es ist halt einfach so. Schwierig. Also sonst machen wir halt Mission, aber Mission können wir eben auch nichts machen. Felder sind soweit am Wachsen. Wiese kann ich nicht mähen, es ist noch zu klein. Vor allem im April drin, Leute, ne? In April. Mal doch könnte ich, aber krieg zu wenig. Das sind am Wachstum. Was fehlt denn hier? Nötiger Kalk. Ah ne, das geht schon wieder weg. Die Felder sind dran. Das Feld sind dran. Wir haben momentan, also ich habe jetzt nachgeguckt. Gerade wenn ich die Hof verkaufe, verliere ich auch das Feld. Das heißt, müsste ich mir die hier noch kaufen. Weil es günstig ist, ne? 75.000, das ist günstig. Dann müssen wir mal gucken, dass wir langsam auch ein paar Felder kaufen können, dass wir vorwärts kommen. Dann, was haben wir noch? DJ Vodka war eigentlich, so wie ich sehe, nichts am machen. So viel wie ich weiß. Ich könnte mir jetzt noch 400.000 zum Beispiel Kredit holen. Oder nicht ganz 400.000. Kredit holen, kaufen und dann Kredit nach und nach abzahlen. Was noch geht. So immer irgendwie 50.000 oder so. Trotzdem auch. Wir können danach nichts bauen. Das heißt, wenn wir das Geld auch hätten, können wir nichts bauen, weil eben Schulden da ist. Wart. Nehmen wir kurz den 716er. Leckt ein bisschen, weil ich gerade hinfahren will, würde. Oh, es klebt alles an. Muss da einer langsam mal rausfahren. Also etwas könnt ihr jetzt schon bauen, aber dann fehlt noch länger, bis wieder der Hof geht. Darum würde ich gerne zuerst den Hof bauen. Oder aufkaufen und danach
nach und nach gucken, was wir bauen können. Weil viele da können wir eh nicht bauen, weil die Biogas, ja, weil mehr oder weniger schätzen lassen, würde ich bei 2000 oder 2 Millionen würde ich da ausgeben. Aber gut, 1 Million krieg oder knapp 1 Million kriegen wir alleine noch für unser alter Hof zu verkaufen, bloß den Biogas auf der neue Hof kaufen, verkaufen. Weil wir haben hier haben wir schon mal die Milchsteuer hingefahren. Wir haben eine eigene Tankstelle. Fällt der AdBlue noch? Ja, ich bin mir auch überlegen, wie viel AdBlue wir noch haben. Mal zum Hof. Oder alle Maschinen AdBlue noch füllen. Eben die Biogas wird verkauft. Komplett. Aber ich weiß eben nicht, ob. Kann man das nachgucken, was alles weggeht? Das ist ein Einzelstück. Ah, da fällt auch wieder Geld. Aber ich würde. Aber die behalten wir, so wie die. Aber das ist wahrscheinlich ein Güllepott für die Kühe. Wahrscheinlich. Weil die wir es denn so schnell wie möglich so fotografieren, dass wir wissen ungefähr, wie die Biogas hin soll. Dann der wird getauscht. Weil Multisilo. Das war's eigentlich. Ja, die Tiere können dann laufen. Aber ja, Gott ist separat. Oder wir, oder das ist ein Güllelager. Oder kein Restelager, keine Ahnung. Weil eben wie gesagt, das Feld müssen wir danach auch verkaufen. Aber es wird Problem sein mit dem mit Mähwerk. Oder mit Mähen. Weil sie schon echt klein ist und dann später Zeit. Ja, hätten wir auch noch Gras. Warte mal. Wie viel kostet die hier? Auch 600. Oh. Aber vielleicht kaufen wir die. Aber die hat auch wieder so Ecken. Was? Die hier? Ja, günstig wäre die. Die. Ganz minim billiger. Oder außer wir kaufen die. Müssen wir gucken, Leute. Weil da wir auch noch hier was. Oh Gott, auch 100. Müssen wir nach und nach gucken. Ja. Weil ich kann jetzt nicht versprechen, dass wir dies, das und jenes kaufen und dann kommt komplett anders raus. Ne? So. Weil genau. Müssen wir noch irgendwo hinfahren noch. Sorry, wenn es heute wieder langweilige Folge wird. Weil Gras ist hier ganz, ganz speziell. Darum würde ich mir noch die eine Wiese. Warte mal, wie viel haben wir eigentlich? Wir haben 3 Stück. Ja, das wird schwierig. So, hey, du bist schuld am Unfall. Denn irgendwo ist. Ja, haben wir auch noch ein bisschen was. Wird das zu diesem. Das kommt für mich. Ja, was gehört zu dir? Er hat 1, 2, 3 reingeballert. Und verdient schon sehr, sehr gut Geld. Aber ihr könnt das auch nicht. Ah, hier ist. Dann könnten wir auch hier schon mal eine Runde mit. Ja, hinten, das würde auch gehen. Aber das ist nicht schon. Bis hier und dann hinten. Hinten.
über. Ja, gut wäre ein Big M eigentlich. Aber die haben noch nicht Geld für dich. Das für das. Ja, wir sind alles ganz zickzack hier. Also ich zwar, der Zickzack ist auch schon so. Ja. Räumen müssen zwar weg. Ich glaube, die weniger, also ich glaube, ich nehme die anderen bei uns. Die, wenn, ich gucke dann schon, dass jemand dann das Visa übernimmt. Weißt du was, dass wir mindestens mehr oder weniger jetzt kreativ waren? Dann weißt du was, dann nehmen wir ein bisschen Kredit auf, bis 3, 4. Warte. Ah, 77er auch noch. Muss die 315.000 zurückzahlen. Immer halt auch ein bisschen Risiko. Risiko. 4.000 haben wir jetzt. So, jetzt können wir alle Maschinen mal rüberfahren. Alle Maschinen. Man muss ja noch gucken, wo, wie, wo was hinkommt, ne, Leute. So. So. Die Straße hier ist ja echt eng. Darum bin ich froh, dass ich jetzt langsam weg von hier. Mehr oder weniger. Und den werden wir jetzt ein bisschen aktiver. Wir fahren jetzt die alle Maschinen jetzt rüber. Außer die Presse. Wahrscheinlich mit Tastatur, weil Tastatur bin ich gerade. Bisschen flexibel. Dann warte jetzt, bis das Geld da ist, dass wir die Sachen umbauen können. So, warte mal, was ist das? Das ist ein großer Halle. So ist da an der Seite offen, oder? Aha, weil die Werkstatt ist, das ist die Werkstatt. Auch eine große Halle. Das ist die große Halle, will ich eine nur die Großmaschine reinsetzen. Reinsetzen. Eigentlich.
Da könnten wir jetzt quasi Ballen machen, aber müssen gucken, wie geht das. Aha. Alles so groß halten, Alter. Nichts kleiner. Den verlischt. Verlischt. Also was ist hier hinten? Die hier? Aber das ist ein Silo oder? Na, weißt du was? Will eben die nicht. Weißt du was? Ich setze jetzt mal alles im Braunen rein. Weil das haben wir hier auch nochmal Silo. Oh. So. Waschplatz. Stellen wir die all die rein. Aber ich glaube, bringen die ganz perfekt rein. Weißt du was, ich mache alles mit dem Ding. 300er. Hier mal da jetzt draufstehen. Wo ist den 300er hier? Wo ist der Ding? das muss ich hinten durch, weil das komme ich da raus nicht. Weiter weiß, da komme ich da nicht raus. Wie ist noch einmal? Was gehört die Wiese? Ah. Lassen Sie. Hör mal gucken. Da kaufen wir nochmal zwei Wiesen. Und danach müssen wir noch Dünger kaufen für das Saatgut. Für die Sämaschine. Ah, du. Oder vielleicht gar nicht mal. Vielleicht. Hier Ding. Hier ist noch einer. Oh. Eingang. Weil die können uns hier rein schon. Und dann kommt der Drescher und den so Ektor-Zeugs und vielleicht der Big M auf einer anderen Halle. Und dann will ich eine Halle noch Gerätschaften reinschmeißen. Das dauert ein bisschen, bis er da einmal abgekuppelt hat. Das kommt zur Anlage, dass ich die wieder mal mehr oder weniger am Laufen habe. Und danach kommen dann auf Volks.
Oh. Das ist genau das Ding, Alter. Oh nein, bin ein zu früh. Mir zu früh. Also wenn wir noch kleine Ader hätten, wo wir zum Beispiel Mähwerk und so Zeug können reinschmeißen. Übelst geil. Nein, es sind alles so große Hallen. Gut. Hier lassen kann ich auch nicht, weil der 820 nimmt dann die Ballen an. So. Nur bald haben wir das Geld wieder drin. Ich kriege so 130 oder sowas. Jetzt können wir Geld abgezogen. Irgendwas zieht uns das Geld ab. Na, warte mal, haben wir da auch irgendwas produktionmäßig oder so? Wie ein Biogas. So, bauen wir schnell die Solaranlage hier drauf. Haben wir schon so eine Anlage? Wir alle denn können wir den Kredit nur zurückbezahlen Teil. Nur 275, wo wir zurückzahlen müssen.
Tank. Ah ne, der will ihn nicht auftanken. Weg geht. Früher oder später auch weg. Mein 716 aufgemotzt ist. Jetzt mal gucken, dass wir einfach so schnell wie möglich wieder Geld machen können. Weil was uns noch fehlt, ist Bau, also nochmal zwei Sachen, Bauen Sachen. Produktion, Fabrik glaube ich. Doch, das hier fehlt uns. Und fehlt. Ah, das können wir mehr reinschmeißen. Wie wir einkaufen. Aber uns fehlt noch. Auf Strohne gehen wir kühler. Wir bauen das auch noch irgendwo. Was uns noch fehlt ist, ja genau, die, also wahrscheinlich bauen wir, man könnte jetzt sagen, okay gut, wir nehmen jetzt das Geld, was wir verloren haben, wieder mit rein und wir bauen beides ein, nur das bringt momentan uns keine Ahnung, nix, null nada Leute, nix. War die ganze Zeit schön am Sparen, aber jetzt haben wir wieder mehr oder weniger Geld wieder ausgegeben. Nichts Maschine, das wir überfahren. Ich gebe die Stelle wahrscheinlich auf die andere Seite. Ich glaube, ich mache Ansehen in den Gruppen, den Gruppen raus. Ah, manchmal wieder in den. Die Lenkachse, teilweise ist das ein bisschen so Fahrbedürfnis. Wir müssten leiderweise die hier vorwärts kommen. Kommen wir halt hier durch, genau. Ich habe keine Ahnung, wie viel Solaranlage da drauf geballert habe. Aber es ist auch schon ziemlich viel. So. Ah, scheiße. Darum bin ich langsam froh, dass ich aus dem engen Straße weg bin. Also ich muss da raus, nur weg der Felder. Weg unserer Haferfelder. Aber das Ding ist, auch das... Ich zeig euch noch schnell, nochmal schnell was. Auch wenn die Zeit über... Da produziert mir Silage und Heu, aber dafür muss ich Gras rein. Die produziert rein aus Silage, aber dafür kann ich alles reinschmeißen. Darum wird die hier plus die Molkerei dann. Molkerei,
Weiß nicht, wie viele Güter das die dann reinpassen. Genau, jetzt kommt der da, wo die Werkstatt so ist. Oh, machen, stellen wir nur den rein. Das sieht zwar ja auch scheiße. Oh. 1, 2, 3. Ja, der ist ein bisschen länger. Aber ich komme auch mit meiner Maschine rein und raus. So, meine Lieben, ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.